Der nächste Urlaub kann kommen. Kult Motorhomes. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Kult Motorhomes. Mein Name ist Sepp. Wie ihr seht, bin ich diesmal nicht in der Firma. Ich bin unterwegs im Auto, auf dem Weg nach Aulendorf, zu Malibu. Wir haben die nächsten 3 Tage eine Händlertagung bei Malibu, wo ich euch gerne mal mitnehmen will. Einfach mal schauen, ob ich euch dort schon diverse Neuerungen zeigen kann. Es wird spannend für 2025. Es kommen viele Neuerungen. Ein paar Sachen weiß ich schon. Ich nehme euch einfach mal mit. Wir machen das hier ganz normal im Vlog-Style. Ich bin noch seit heute Morgen um 6 schon unterwegs. Habe jetzt noch ca. 240 Kilometer. Entschuldigt meine Sonnenbrille, aber es ist extrem gutes Wetter. Wir haben über 20 Grad hier draußen. Sonne scheint. Schauen wir mal, was die Tage kommt. Ich nehme euch auf jeden Fall mit, zeige euch mal ein bisschen was. So, da sind wir nun bei Malibu, Cartago City. Hier sieht man im Hintergrund mal die Werksauslieferung. Und da gucken wir mal, was wir für euch mitnehmen können zur diesjährigen Händlertagung. So, hier seht ihr mal ein paar Bestände aus dem Werksverkauf. Ganz, ganz viele Cartagos, junge Gebrauchte. Dann haben wir hier noch ganz paar Fahrzeuge stehen. Cartagos, Malibus, von allem was dabei. Hier stehen noch ein paar Malibus. Übrigens, diese Trichter, die ihr hier seht, ne? Da wird das Regenwasser aufgefangen. Und das Regenwasser wird natürlich in Zisternen gespeichert. Und das Regenwasser hat im Prinzip die Verwendung, wenn man bei Malibu oder hier Cartago im Service Center einen Dichtigkeitsprüfung machen lässt. Hier haben wir auch noch ein schönes Leckerli 600 LE. Schöne Farbe. Wird bei der Dichtigkeitsprüfung sozusagen das Regenwasser verwendet, weil das nämlich eine andere Wasserkonsistenz hat wie das normale Leitungswasser und dementsprechend kann man das eben auch viel besser prüfen. So, da unten sieht man das Werk. So weit dürfen wir hier nicht ranfilmen. Da werden im Prinzip alle Cartago großen, also die großen Cartagos gefertigt. E-Line, Liner for Two und so eine Sachen. Hier stehen noch ganz paar Fahrzeuge rum. Hier sieht man immer noch mal wieder die Trichter, die da auch richtig Regenwasser sammeln. Das ist das Verwaltungsgebäude. Und hier gibt es einen schönen Vorgarten dazu. Haben sie ganz gut angelegt. Hier fahren auch einige Rasenroboter, die sich quasi um die Pflege des Grundstücks kümmern. Und wenn man so will, ist Aulendorf ziemlich ländlich. Ich würde gerne mit euch einen Countdown zählen und dann beginnt die Show. Let's start! 10! Abschließend zu sagen, eine sehr, sehr schöne Ecke hier, kann man nicht anders sagen. Ist immer wieder schön hierher zu kommen. Ich habe heute auch schon eine Werksführung mitgemacht, um einfach auch mal zu sehen, wie hier in Aulendorf die Fahrzeuge produziert werden. Ja, ich denke, wir könnten euch ein paar Eindrücke mitnehmen, euch ein bisschen was zeigen. Ich konnte halt nicht viel abfilmen, weil halt auch alles relativ neu ist und so weiter, aber der Tobi wird euch da noch mal einiges ein bisschen einblenden, sobald wir das zeigen dürfen oder was wir veröffentlichen dürfen. Und ich bedanke mich noch mal für eure Aufmerksamkeit.
wie gesagt, die neu hier sind oder die uns gerne weiterverfolgen wollen, die Glocke nicht vergessen, Abo-Button drücken, kostet euch ja nichts, tut euch nichts weh, wir brauchen viele Abonnenten und sagt euren Nachbarn Bescheid, dass wir hier in Aulendorf da waren, Kult Motorhomes, und haben uns die Neuheiten für 2025 für euch angeguckt. Danke und ciao.